So, herzlich willkommen zurück zur letzten Folge für diese Woche. Es wird schon wieder dunkel, ich glaube das nicht. Ist uns aber egal. Wir brauchen. Sieht man später eh nicht. Aber wobei, doch, doch, doch. Wenn wir ein Flachdach bauen, dann sieht man die später doch. Das heißt, ich mache es doch erstmal so, weil ich muss hier erstmal ranbauen. Ist doch nicht dein Ernst. Oh, können wir jetzt wenigstens in uns bauen? Das klingt ein bisschen falsch, aber ist mir auch völlig egal. Ach, scheiße, war dann. So. Okay. Verstehe ich. Man kann. Ah, ja, siehst du, wir wollten ja die Kuh umbringen. Und uns dabei selber umbringen. Ich bin übrigens froh, dass das Pferd nicht brennt. Ja. Das war nämlich meine Befürchtung, weil es ja so ein Höllenpferd ist, dass es quasi auch als Monster zählt und damit, wenn es hell ist, brennt. Aber dem ist nicht so. Warum sind die beiden Häschen hier? Was macht ihr hier genau? Vor allem die hoppen auch gar nicht. Ach doch, okay. Machst du diese komischen Geräusche? Sehr hübsch. Warum ist hier eine Fackel? Ach so, einfach nur, um das Gebiet auszuleuchten. So, weiter im Text. Jetzt kommt hier ran das. Aua. Das wird eine schmerzhafte Bauarbeit. So, Leiter. Habe ich rausgepackt? Ernsthaft? Was ist los mit mir? Ist doch nicht mehr normal hier. Was auch immer man mit zwei Leder machen kann. Wobei wir brauchen ja früher oder später Bücher für dieses komische Enchantment-Gedingsdöns. Ach nee, lass mal weg mal. Ich habe Probleme. So, so, dann machen wir das Ganze mal so hier und dann kannst du wieder ab. Dankeschön. Ach, leck mich doch. Ach. Warum mache ich jetzt die Tür zu? Ich muss eh noch 20 Mal durchlaufen. Ach, ja, wenn ich. So. Schwuppsdiwupps. Schön balancieren. Holy moly. Da kommt Freude auf. Hey, halt. Der war zu viel. Was? So. Dachte schon, ich habe kein Holz mehr. Also auf Tasche jetzt. Ist ja geil. So, ist doch krass korrekt. Dann heißt das jetzt, wir brauchen erstmal gar nichts.
Erstmal machen wir nur das Dach. Können wir das hier von unten bauen? Ja, doch, können wir. So, jetzt brauchen wir ganz viel Holz. Du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, du nach da und. Egal. So. Und so ist es wieder instant dunkler. Fackeln haben wir keine dabei, ne? Ne. Weil wir müssen die wahrscheinlich auch wieder ausleuchten. Oder wir machen hier ein Glasdach. Nee, das wäre ein bisschen zu viel wahrscheinlich. Ich meine, wir können überlegen, ob wir hier in der Mitte so einen kleinen Glasdeckel reinsetzen quasi. So eine Art Schnellkochtopf. Was? Das war sie auch ein bisschen. Gott, wer ist diese Dinger? Erkennt man so von Bahnhöfen vielleicht, so in Berlin, wo quasi einfach so Tageslicht reinscheinen kann. Ne? Ja, jetzt machen natürlich jetzt Bettprobleme. Scheiß Bett. So, genauso wie wir jetzt hier ein Problem haben werden. Na, egal, machen wir einfach. Das klappt ja nicht so geil, wie ich mir gehofft habe. Nice, da ist sie. Aua, hä? Oh. So. Meine schöne idyllische Idylle. It's perfect. So. Danke. Danke. Und danke. So, jetzt brauchen wir bloß noch die herabhängende Decke. Und dann haben wir alles. Erhöhte Massekonzentration hier ist ja schlimm. Schon wieder das Bett hier. Kacke. Das Problem ist halt, wir müssen wirklich von unten bauen, ansonsten ist ja die Ausrichtung gestört. Und dann ist wieder Krieg.
Holy moly. Ist jetzt so complicated. Ups. Yay. Geht sogar. Ah, fast. Komm. Ja. Nee, das geht nicht. Ich sag ja, so nach oben gucken zu bauen, das ist ja voll irritierend. So, da müssen wir bloß noch die Löcher stopfen. Das hier zerstören. So und so und so. So. Perfekt. Geil. Bitteschön. Dann haben wir das zweite Dach jetzt auch. Die zweite Etage ist auch fertig. Dann brauchen wir, machen wir da jetzt gleich mal ein paar Fackeln ran, damit es im Dunkeln nicht so dunkel ist. That makes sense. Achso, hier können wir keine Fackel jetzt anbauen. Schade. Machen wir nur bei den Mittelstreben ein paar Fackeln hin. Reicht vollkommen aus. So. Okay. Sieht doch geil aus. Ach, geh mal hoch jetzt hier. Aha. Ich bin der Bezwinger der Welt. Bitches. Seht mich an. Ich hab sowas geschafft. Ich hab ein Haus gebaut. Yay. Später Turm. Quatsch. Warte mal, das sind sogar 11 Meter, ne? Lol, das sind halt wirklich 11 Meter. Ja gut, es ist natürlich schön. Nein. Are you kidding me? So, müssen wir mal überlegen, wie wir jetzt mit dem Dach machen. Fürs Dach brauchen wir auf jeden Fall Sandstein. Roten Sandstein gibt es hier doch, oder? Ja, gibt es, genau. Den werden wir dafür verwenden. Dann müssen wir erstmal eine Wüste finden mit roten Sandstein. Dann müssen wir daraus ganz viele Slabs machen und dann können wir aus den Slabs so ein 22,5 Grad Dach bauen. Also da hinten haben wir ganz viel normalen Sand. Das müssen wir also mal gucken, wenn wir da in die Richtung weitergehen, ob wir da irgendwie was Brauchbares finden. Wir brauchen auf jeden Fall Schippen. Können wir ganz viel Sand abtragen. Dann brauchen wir Proviant. Wir können gleich mal noch mal hier das Feld durchscheuchen. Das wäre eine völlig geile Idee. Machen wir auch direkt mal. Achso, nicht mal. Nee. Ein bisschen Feldarbeit kann nicht schaden. Ist immer noch extrem laut, ey. Ach so, ja. Ich habe auch nur für euch leiser gemacht. Bei mir, ich höre es immer noch genauso laut. Alles gut.
Oh, schon voll gefressen. Der ist schon so abgehungert, man sieht gar schon die Knochen bei dem. Ganz schlimm. Da. So. Easy. Wir müssen mal gucken, was wir mit diesen ganzen, mit den ganzen Saplings machen. Mit den ganzen Seeds. Ich meine, mit den ganzen Seeds, die wir hier haben, können wir locker so ein paar hundert Maitestwelten erstellen. Voll witzig, Ronny. Ja. So, wir haben ein bisschen Stroh. Dann können wir ein paar Brote machen. Kann man direkt schön Proviant dabei. Ich würde mal sagen, so und so und so. Dann machen wir mal hier so ein bisschen so. So, das sollte reichen. Rest kommt erstmal wieder in die Kiste. Dann haben wir Schippen. Wir haben Brot. Letztendlich brauchen wir eigentlich auch keine. Hallo, kann man bitte. Ab und zu reagiert entweder mein Test auf die Shift-Taste nicht oder meine Shift-Taste reagiert nicht auf mich oder mein Computer reagiert nicht auf die Tastatur und die Shift-Taste oder mein Test reagiert nicht auf den Computer. Oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. Ja, ist komisch. Okay. Nein, es wird schon wieder dunkel. Es wird gerade dunkel. Ach du Kacke. Stimmt, wir können unsere Uhr mitnehmen. Wobei brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir laufen ja oberirdisch lang. Wir gehen ja in keine Höhle rein. Zumindest hab ich das noch nicht vor. So, du kannst jetzt mal weg. Und du kannst mal. Packen wir erstmal hier so hin. Das ist immer ein bisschen. Was? Es ist doch dunkel. Ach, mach hin, ey. Das könnten sie auch mal ändern, dass man auch schon ein bisschen früher ins Bett gehen kann. Also wenn man merkt, okay, es wird gerade eh dunkel. Na, wenn man ein bisschen früher ins Bett gehen, kann man auch schon wieder um 4 Uhr aufstehen oder sowas, keine Ahnung. Ja. Aber nein, muss man wirklich mal warten, bis es nach 18 Uhr oder sowas ist. Keine Ahnung, wann man hier ins Bett gehen kann. Auf jeden Fall musst du immer ewig warten. Das geht so nicht. Verfluchte Scheiße. The fuck? Aber wir haben jetzt mittlerweile. Aha. Da wird das mitten am Tag ist, ist es ganz schön dunkel draußen. Ey. Das ist ja holy shit. Also so dunkel macht. Ah, jetzt. Kann sein, dass es durch die Wettermod ein bisschen daherhängt. Weil die Uhrzeit ändern tut er sofort, weil es ist ja an der Uhr, die wir in der Hand haben. Ne? Also wenn man hier sagt 0 Uhr, ändert sich die Uhr sofort. Aber der Himmel irgendwie nicht so wirklich. Der braucht ein bisschen. Sehr interessant. Doch, recht interessant. Ja, kann man so, kann man. Okay, dann gehen wir mal los in die weite, weite Welt und hoffen, dass wir jetzt unser Haus nicht abbrennt, wie ein Gewitter oder sowas. Ich habe jetzt doch ein bisschen Angst vor, mittlerweile. Also so von außen sieht es jetzt ein bisschen komisch aus, muss man schon sagen. Guck mal hier, wie alles abgebrannt ist. Aber gucken, vielleicht deckt die Wüste mal Feuer. Weil das Wettercycling, das würde ich schon gerne drinnen lassen, einfach weil es schön ist. Ne? Gerade weil wir ja auf dem Server so nicht spielen können, wäre es zumindest schön, wenn wir hier so Singleplayer spielen. Also alleine spielen, dass wir dann wenigstens Wettercycling drinnen haben. Aber wär natürlich schön, wenn die Landschaft dadurch nicht so komisch aussieht. Also wenn ein Baum abbrennt, dann bitte wenigstens komplett.
Ja, weil das sei jetzt gerade mit den Bäumen eher komisch. Ja, unser Haus müssen wir mal gucken, so vom Weiten, also von außen betrachtet, sieht jetzt eher so aus wie so ein Block. Gut, es ist natürlich die Frage, wie das Ganze aussieht, wenn da später das Dach drauf ist. Aber so viel Hoffnung, dass es dadurch besser aussieht, also wesentlich besser von außen, habe ich irgendwie nicht wirklich. Ich meine, letztendlich, wie es von außen aussieht, kann uns ja primär erstmal egal sein. Ja, eigentlich gar nicht. Oh, hier geht's tief. Oh. Oha. Vielleicht gehen wir doch in Höhlen rein. Ich merke auch gerade, wir haben gerade nur noch 10 Minuten. Jetzt hier eine lange Tour zu machen, lohnt sich das überhaupt nicht, weil bis ich die nächsten Aufnahmen mache, weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin, was ich mache, und dann verlaufen wir uns nur. Und ich meine, Kompass können wir uns leider nicht bauen, weil Kompass hängt ja nur zum absoluten Nullpunkt, ne? Von daher bringt uns das nicht allzu viel. Ich glaube, wir machen das nur mit der Suchaktion mal erst nächste Woche. Das lohnt sich jetzt einfach nicht. Wir haben drei Saplings. Komm, ich pflanze die mal ein, damit sie wieder ein bisschen belebter aussieht. Ist ja hier. So, passt. Digga, das braune Schaf, das geht mir halt hart auf den Sack. Guck mal, diese Skelettpferde, die scheint auch so zu spawnen. Ist das ein Bug? Soll das so sein? Irgendwie kommt mir das ein bisschen falsch vor. Ja, vor allem diese riesigen Wolken, echt. Also, diese Wettermod, das ist ja jetzt mittlerweile auch bei Mindtest Game so, dass sich die Wolken anpassen können an der Wetterlage. Und ich finde das von der Optik her so geil, dass man hier so richtige Wolkendecken haben kann, die einfach komplett durchgehen. Vor allem bei Mindtest Game ist es ja auch noch so, dass wenn es hart bewölkt ist, dass dann auch noch das Licht runtergedimmt wird. Also dass es halt dunkler wird, ne? Und das ist halt, ne, das ist schon so gerade so viel Atmosphäre. Geil. Ich meine, sowas wie Regen und Gewitter gibt es im Mindtest Game leider noch nicht. Bin ich auch ein bisschen froh drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil erstens gibt es dafür diverse Mods, die man sich danach installieren kann. Und zweitens wäre das dann für den Alltag too much. Weil ich meine, wenn es halt ein bisschen dunkler wird, weil es bewölkt ist, kein Problem. Aber man sieht ja zum Beispiel, ne, wenn es regnet und es hier komplett dunkel wird tagsüber, ist halt so zum klassischen Bauen. Und mein Testgame ist ja jetzt doch eher zum, ich sage jetzt mal, klassischen Bauen gedacht, als so zum Survival-Spielen. Und ich glaube mal, da würde das dann wirklich eher stören. Von daher bin ich ganz froh darüber, dass Mindtest Game zwar so die Wettermod, also eine Wettermod hat, die aber nur sowas wie halt die Wolkenformation ändert und jetzt nicht dafür sorgt, dass es am Tage dunkel ist. Was abfuck wäre. Ja. Okay. Da hinten läuft unser. Kriegen wir von dem Knochen? Weil vorhin, als wir so ein Pferd umgebracht haben, haben wir irgendwas bekommen. Aber ich habe keine Ahnung mehr. Also ich habe da halt nicht drauf geachtet, was wir bekommen haben. Ich mache noch ein bisschen Platz, damit wir sofort sehen, was wir bekommen. Ah, ne, guck mal hinten. Normale Pferde spawnen auch. Okay, das ist doch kein Bug. Nö. Wir bekommen nur XP. Ich meine, habe ich jetzt persönlich auch kein Problem damit. Ich meine, Windows XP war ja immerhin noch einigermaßen gut. Wenn wir jetzt Vista bekommen würden, wäre es Katastrophe. Ist ja gut. Ich höre schon auf. Digga, diese ganzen Quallen, ey. Können wir Bücher machen, ne? Okay, siehst du, ist Tor. Weiß gar nicht. Ach, wow. Ich habe gerade auf was falsch geachtet.
Ah, doch, ich glaube. Ihr müsstet das, glaube ich, auch im Stereo hören. OBS sagt ja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt einfach mal Feierabend hier. Und dann machen wir nächste Woche, wenn ich dran denke. Ja? Ich werde jetzt immerhin eine ganze Woche hin. Machen wir dann auf in die weite, weite Welt zum Sammeln von Desert Sandstone. So nicht anders. Okay, was? Ja, whatever. Da können wir das einfach mal wieder runterfahren hier direkt. Sehr schön. Boah, der dieser Auslastung hier, Alter. Phänomenal. Warum? Naja, mir ist sowieso aufgefallen, hatte ich aber glaube ich schon mal erwähnt gehabt, dass mein Test, dass mein Klon 2 mittlerweile doch echt ganz schön viel CPU-Leistung braucht. Ja? Ich meine, es ist alles noch weit im grünen Bereich. Man sieht da hier, also der Prozessor war gerade mal zu, weiß nicht was. Also ist halt ein Laptop. Und der war halt nicht mal, weiß nicht. Das ist halt schwer zu schätzen. Die Frage ist ja auch, wie hoch die CPUs getaktet waren. Weil hier laut der Anzeige hatte er halt jetzt so ungefähr so 30% Auslastung insgesamt. Aber die Frage war ja auch, wie weit waren dabei die Prozessorkerne hochgetaktet und etc. pp. Also es ist letztendlich für meinen Laptop absolut kein Problem. Der kann das locker handeln. Aber mir ist trotzdem aufgefallen, dass es insgesamt mehr Leistung braucht als früher. Ja. Ich meine, was jetzt nicht schlecht ist, weil mein Klon hat sich halt weiterentwickelt. Es hat mittlerweile halt auch viel mehr Sachen, die im Hintergrund laufen. Aber es ist mir halt trotzdem aufgefallen. Ja. Also ich meine, ich persönlich, ich achte eigentlich immer auf Performance. Ja. Ich glaube, wenn ich mein Klon entwickelt hätte, ich hätte das wahrscheinlich in Assembler implementiert, dass es direkt Bare Metal auf der CPU läuft. Aber dafür sind sich ja die Herren zu fein. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, genug rumgealbt. Wir sehen uns dann nächste Woche dann wieder. Wenn es dann heißt Heisenberg oder so ähnlich. Ja, genau. Bis dann.